Moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. So, in der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen stärker gemacht und haben sogar ein paar Sachen entdeckt und gefunden. Wir werden jetzt heute mal hier nach diesen Lucia. Wie heißt das nochmal? Genau, Raya Lucaria. Denn wir haben ja das einmal diesen Schlüssel gefunden. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt reinkommen. Wir machen es einfach mal, versuchen es mal. Okay, es geht durch. Und guck mal, was wir hier so entdecken. Bin ein bisschen gespannt, was da wieder für uns auf uns erwartet. So. Das Spiel nimmt dann wirklich nicht an die Hand. Man muss wirklich vieles selbst entdecken. Das ist ein bisschen nervig zwischendurch. Ich finde es aber auch gut. Aber oft auch, eben wie gesagt, zwischendurch mal nervig, weil man wirklich nicht weiß, wohin soll. Huch, wo sind wir hier? Liuania, das Seenland. Wir holen uns erstmal hier dieses Ding hier. Nadel berühren. Sehr gut. Und ja, da geht's raus. Da geht's auch raus. Huch, ich kann mal durchlaufen. Ah, okay. Na, okay, das macht Sinn. Man kann da hinten auch noch ein paar Sachen entdecken. Das ist natürlich cool. Gucken auf die Karte. Gut, dann lass uns mal schauen. Also wir können da durch und wir können auch da durch. Ist die Frage, was wir als erstes machen. Erstmal gehen wir hier rein und gucken, was da drin so ist. Hier gibt es irgendwas, was uns irgendwo hinfährt. Der fährt nach oben. Können wir erst nach oben fahren? Naja, wir können ja erstmal nach oben fahren. Schauen wir uns das mal an. Wie hoch das wieder geht. Kilometerweise wahrscheinlich. Aber das geht. Oh, das sieht auch schon wieder interessant aus hier alles, ne? Gut. Gucken, ob es hier was zu finden gibt. Ah, was ist das denn? Das sieht auch schon wieder abgefahren cool aus. Akademie von Raya Lucaria, okay. Komischerweise ist uns immer alles feindlich gesinnt, was ein bisschen nervig ist eigentlich, ne? Eigentlich sind wir doch recht freundlich immer. Und wollen ja den Leuten helfen. So. Hier geht's runter? Ach guck mal, hier liegt jemand. Okay. Magiefett. Da irgendwo runter? Ja, sieht nicht so aus. Da aber. Dann runterspringen? Nö, kann man nicht. Lustigerweise, ich entdecke mich immer selber dabei, wie wenn ich zu der Kante gehe, dass ich immer mit dem Kopf versuche, noch um die Ecke zu lunzen. Was natürlich total der Schwachsinn ist. Das geht natürlich gar nicht. Da stehen auf jeden Fall zwei Wachen da oben. Ob wir die pullen können? Okay. Okay. Können wir anscheinend nicht pullen, aber wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Okay. Gar nicht so schwierig. Ich dachte, die wären jetzt schwieriger gewesen. Aber den kann man ja ganz gut ausweichen. Gut, was steht denn hier? Vorsicht vor Überraschungsangriff. Ah, hoch! Ich liebe diese Nachrichten. Da hinten ist einer. Okay.
Okay, da werden wahrscheinlich mehrere drin sein. Es wird nicht wieder eine da hinten sein. Niemals. Da werden noch welche drin sein, hundertprozentig. Kann ich mir nicht vorstellen. Steht auch irgendwas von Vorsicht vor Überraschungsangriff. Gehen wir hier in der Seite längs. Oben wahrscheinlich irgendwie. Da. Zwei Skelettmänner. Nee, was sind das? Komische. Oh, vierfach. Die haben so einen Vierfachschlag. Vierfach. Vierfach Arme, Mann, Gott. Warten wir kurz ab hier. Jai. Wenn die hauen, also wenn die treffen, treffen die richtig hart. Okay. Hui. Gucken, wie viele noch davon rumlaufen hier. Ich weiß nicht, wie viele noch hier rumflattern. Aber einzeln geht's. Zu zweit sind die wirklich schräg. Einem hier durch. Falls noch mehr runterfallen. Bevor wir uns irgendwas anderes angucken. Ein Schmiedestein. Der letzte? Man weiß es nicht. Hier rein. Goldene Rune, okay. Hier ist nichts. Ach ja, kann man hier was lesen? Also noch Geheimgang aus. Berühren wir mal die Nadel. Fangen wir zumindest wieder hier an. So nach Leckereien aus, die man mitnehmen kann, kann man aber gar nicht. Vorsicht vor rechts. Was ist denn hier rechts? Man kann auf jeden Fall hier runter, sehe ich. Gucken wir gleich mal. Der da auf einmal her, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, aber hier kommen wir runter. Macht das Sinn, da runter zu jumpen? Wir haben eine Kante. Da, hier ist eine Kante. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Schmiedestein 4, okay. Aber hier kommt bestimmt irgendwas. Irgendwas ist hier immer. Nee.
Die hatten wir schon bald erledigt. Da liegt noch eine Leiche. Ah! So ein fieser Typ. Nein! Das war gemein. Okay. Da kommt einfach eine ganze Legion. Oh nein. Ach, renne ich genau in ihn rein. Wie dumm war das denn? Oh, oh, oh. Mein Gott. Was trinken hier? Alter, sind wir auch ein paar, ne? Oder so unendlich sind das nicht, ne? Zaubersichere Trockenleber. Das waren schon einige. Muss man einfach mal sagen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, das interessiert die auch gar nicht, dass ich ein Schild habe. Können wir hintergehen? Ist hier irgendwas? Nee. Okay. Achtung, Brücke. Ja. Sind wir in der Brücke? Das war gemein. Kommen die von hinten? Fokus verloren. Also die wären von hinten gekommen sonst. Das wäre echt gemein gewesen. Was für Affen, ey. Was für Affen. Na gut. Guck mal, hätte man hier in der Falle gesteckt, ne? Ich habe kein Dings mehr, Scheide. Mach grad auf. Nein! Oh Mann! So. Ah. Nervig. Hunde sind hier auch. Hier nur ein Hund hier. Da oben sind auch noch so ein paar Drecksäcke. Ja, wie kriegen wir die denn? Die Frage, ne? Kommen die runter? Scheint nicht. Aber wie komme ich da hoch? Das ist eine andere Frage. Komm, gehen wir hier längs. Gibt ja bestimmt einen Weg zu denen. Okay, wir gehen einmal hoch zu denen. Die würden wir nochmal platt machen. Oh. Okay, ist gar nicht so leicht. Okay.
ist ein Würfelblatt. Ja, dann müssen wir uns auch noch holen. Kriegen wir hin. So. Asche der Marionettensoldaten. Okay. Silberne Federtierfuß. Jetzt die Frage, wo wir längs gehen, ne? Gehen wir hier weiter erstmal? Oder gehen wir unten rum? Unten geht es ja auch im Weg anscheinend. Ich bin dafür, einmal kurz unten rum zu gehen. Nur mal zu gucken, wo es uns dahin führt. Man kann hier rüber springen, ne? Definitiv. Und wenn man es nicht schafft, fällt man da einfach ins Bodenlose. Ich glaube, wir sollten das riskieren. Ob es irgendwas gibt, kann ich noch nicht sagen, aber ich gucke trotzdem mal hier längs. Hier ist nichts. Ach so, bin ich wieder hier? Hier waren wir ja schon. Na gut. Okay, hätte ja sein können, dass wir irgendwas finden, aber das tun wir anscheinend nicht. Na gut. Dann geht's hier weiter. Da kämpft schon wieder da oben einer. Da ist schon wieder so ein Typ. Okay, ist ein bisschen größer als die anderen gewesen anscheinend. Das ist größer, aber stärker zumindest. Ach Mann. Ich kann mal die Geisterhunde rufen hier, aber... Ne, hier drüben kann ich sie rufen. Warum kann ich sie nur hier rufen? Na gut, kommt bestimmt gleich noch. Da unten geht es auch irgendwo hin. Die beten das irgendwie an. Das sind aber 1, 2, 3, 4, 5. Aber gibt es auch ein Item? Ein wertvolles Objekt voraus, ja. Zwischendurch kann ich meine Figur nicht bewegen, dann hakt das so. Ich weiß gar nicht warum. Die Fett. Blöde Töle. So, ich muss mal gucken. Ich habe doch auch mein... Ich habe was geändert hier. Warte mal ganz kurz.
Können wir auch noch das reinpacken? Denn. So. Jetzt können wir theoretisch die Dinger mich rufen. Aber ist die Frage, ob wir da nicht auch runter wollen erstmal. Da steht ein wertvolles Objekt. Ich weiß nicht, ob ich nur einfach hier runterspringen sollte. Was natürlich echt dumm wäre. Oder ob man hier an der Kante runtergeht, ne? Siehst du das? Da ist ja einer, der auch irgendwie betet. Probier mal. Ich weiß nicht, wie viele hier sind, aber müssen wir gleich mal gucken. Einmal noch. Der eine ist auf jeden Fall weg. Der auch. Den großen kriegen wir auch. Platt! Zack! So, haben wir dann unsere ganze Magie verbraucht für leider, aber was soll's. Karianischer Ritterhelm. Oh, und Rüstung und Ritterstulpen. Alles haben wir bekommen. Okay. Was gebrauchen können, stellt sich noch heraus. Aber wir haben es zumindest. Objekt voraus. Wieder ein Objekt? Wo hier? Ach, hier kann ich wieder runterhüpfen. Okay, wir gehen einfach hier weiter. Man kann auf jeden Fall da runterhüpfen. Das ist ja auch ganz cool. Dafür gibt es ja hier auch noch was. Das ist auch ein Objekt. Okay, dann kann man da wieder hochkommen. Ja, okay. Gehen wir runter. Goldene Rune, perfekt. Hier durch diesen Eingang reingehen, ne? Gut. Gut, jetzt haben wir natürlich nicht mehr, kann ich natürlich nicht mehr meine Hunde rufen. Da habe ich keine Dings mehr für. Aber das macht auch nichts. Oh, vielleicht macht es doch was. Mal gucken. Mal reingehen. Weitergehen, ja. Ich wäre so ein bisschen Panik, wenn man einfach nur weitergehen kann, ohne dass irgendwas passiert. Oh, was ist hier denn? Kann man hier raufgehen? Anscheinend. Wo kommt man denn da hin? Ist die Frage. Nach oben. Okay, wir gehen erstmal weiter hier geradeaus. Finden wir noch ein Leuchtfeuer oder sowas? Oh, nee. Da hinten blitzt und blinkt irgendwas. Verschnaufpause voraus. Das sieht nicht aus wie eine Verschnaufpause, ihr Affen. Fuck. Nicht mal ansatzweise eine Verschnaufpause. Gucken, wo wir hinkommen. Der Typ ist da unten. Wir sind hier. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ach, hier geht's wieder runter, ne? Okay. Das wollen wir jetzt nicht. Bleiben wir erstmal hier oben. Das ist ja schon. Bin ich denn hier? Warum sind die Gegner so leicht? Also warum gibt es da kein... Also neblig auch, das nervt mich schon wieder.
goldene Rune. Okay, können wir gebrauchen. Ich habe Angst, jeder Schritt könnte der letzte sein hier, irgendwie. Aber ich kann hier nichts anderes machen, als hier längs zu gehen, oder? Bin hier runtergekommen? Ja, genau. Dann geht's hier hoch. Müssen wir wohl hier rein. Verschnaufpause voraus. Die meint er vielleicht. Oh, das ist gut, dass wir die haben. Gut. Hier ist Marika. Achso. Okay, das wollte ich gar nicht aktivieren. Na egal, jetzt haben wir es aktiviert. Sorry. Hausschriftrolle. Da ist eine Truhe. Handbuch des Schimmersteinmetzes 5. Okay. Ist das hier? Gibt es hier Geheimgänge? Das sieht so aus wie ein Geheimgang. Da ist aber keiner. Okay. Gut, gut. Lass mal gucken, was es hier noch so gibt. Oder ist noch einer? Zwei. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, schnell sein. Boah, da habe ich gesagt, wir müssen schnell sein. Wir müssen Topo schnell sein. Und da wusste ich, dass diese, wie heißt das, die Krücke da auch da ist. Habe es mir gedacht, dass die auch ankommt, die Krücke. Müssen wir anders regeln gleich. Machen wir auch. Aber jetzt haben wir jedenfalls wieder volles Leben und alles. Das ist auch schon nicht schlecht. Oh, krass. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass wir gleich so schnell sterben, aber naja. Mit deinem komischen Schwert da weg von mir. Da unten waren wir schon? Okay. Ich fülle trotzdem mein Leben auf. Ich weiß, es ist ein bisschen Verschwendung. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich... Guck mal, hier sind nämlich einige. Oh, warte mal, bevor wir die angreifen. Was habe ich denn? Nein. Was habe ich denn in meinem. Kann ich was ausrüsten? Kann ich noch andere Pfeile ausrüsten? Was sind Brandpfeile? Da habe ich keine von, aber ich habe hier. Ah, das sind Bolzen, okay. Nee, habe ich keine anderen dabei, schade. Ja. Okay. Dann lass uns die Brandpfeile kurz benutzen. Aufpassen. Ah, Drecksack. Scheint da noch einer, ne? Genau.
Ach, Mann. Erinnerung an mich, muss Pfeile kaufen. So. Da ist er. Ah, da kommt noch ein Zauberer. Hier durch die Tür kannst du doch bestimmt nicht, oder? Gucken wir mal. Oh. Ja, komm her, du Waffe. Gut. Ein Magier war da noch, ne? Ich habe nicht mehr viele Pfeile, glaube ich. Aber egal. Ah. Wie ihr noch gekriegt mit dem letzten da, der Affe. Eine Tür beschützt hier? Eine Geheimfalltür? Nee. Ein Ritualtopf. Sehr gut. Kann nicht von dieser Seite geöffnet werden. Okay. Gehen wir noch einen höher. Vorsicht von hinten. Hätte ich mir schon denken können. Hallo, hier bin ich. Uma! So. Hast du was fallen gelassen, Feines? Zaubermanschette. Okay, wir müssen wahrscheinlich nach oben. Was sind das für verschiedene Gesichter da? Seht ihr das? Hat das was zu bedeuten? Könnte man meinen, dass man irgendwelche Gesichter... Warte mal. Na ja, okay. Dass man kann die vielleicht drehen oder so, ist ja so ein, wie so ein Rätsel. Aber das kann man nicht. Die Waffe, die da hängt, kann ich die einsammeln? Das wäre cool. Okay, hier geht's zu einem... Boss-le-Boss. Ja, da müssen wir wahrscheinlich rein, ne? Ja.
Also ich könnte mich ja noch einen stärker machen. Da müssen wir natürlich alle wieder besiegen hier, ne? Wahrscheinlich, ja. Das ist ja auch blöd. Aber ich habe ja schon wieder so viel Leben, also so viel Punkte gesammelt. Ach, wir machen es stärker. Und gehen den ganzen Weg nochmal durch. Ist zwar nervig, aber was soll's. So, also, wir machen auf jeden Fall. Die Stärke wieder höher. Aber was passiert, wenn ich statt Stärke Geschick mache? Na, okay. Waffe R2 würde dann auf 268 gehen wir jetzt mit auf R2 und wenn wir geschickt machen, 270. Ah, wir machen das jetzt erstmal. Lass uns mal gucken, wie viele Runen wir hatten. Pass mal auf. Wir haben einige Runen eingesammelt. Goldene Rune. Eine Rune. Wie viel geben die nochmal? Na, okay. Kriegen wir auf jeden Fall nicht voll das nächste. Na gut, dann müssen wir es so machen. Durchkommen ohne zu sterben eigentlich. Kann man auch vorbeischleichen hier? Ah, es geht auch, okay. Ich habe mich keine Lust, das Ganze zu machen da. Dann gehe ich lieber so rein. Durchqueren wir den Nebel. Wow. Okay. Wow. Okay, der haut ein bisschen mehr rein. Aber naja. Könnte man, glaube ich, schaffen. Wenn er von den Hunden so ein bisschen angetackelt wird. Schauen wir mal. So. Oh nein. Das war jetzt dumm. Aber naja, was soll's. Die laufen einfach wieder dran vorbei. Versuchen wir es zumindest. Ah! Okay, schnell was trinken. Ja.
großen Gegner zu Fall gebracht. Okay. Gut, muss man zugeben, der war nicht schwer, weil ich aber auch schon so viel Power hatte. Muss man auch zugeben. Also ich bin ja schon ein bisschen stärker. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht so stark sein sollen, als ich hergekommen bin. Und mit den Wölfen zusammen war das Ding ja easy peasy, muss man sagen. So. Probieren. Dann geht's da weiter, ne? Cool. So, kurz ins Inventar, gehen. Was haben wir da bekommen? Nee. Was haben wir gerade von ihm bekommen da? Was war das? Ah, ich hab's. Ich weiß es nicht mehr. Eine goldene Saat haben wir noch. Okay, brauchen wir ein bisschen mehr von. Godrics Rune. Die haben wir eingesetzt. Da, das war das. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Okay, warte mal. Dann machen wir mal Ausrüstung. Das ist kein Talisman in dem Sinne. Speicherplätze. Was denn für Speicherplätze ist denn gemeint? Oder funktioniert das allgemein? Warte mal, muss ich mal reingehen, das weiß ich nicht, was das bedeutet. Ein schwarzer bezaubernder Stein, hochgeschätzt von Zaubern, die es hier schaffen, erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Angenehm Fragment der schwarzen Mons, der einst über den Speicherplätze 3. Ach, das gilt das nur für Zaubersachen? Wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Gut, deswegen interessiert uns das auch nicht ganz so. Perfekt. Gut, ja, aber ich würde sagen, das war's für heute. Denn Boss besiegt, was sollen wir machen? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ja, tschüss, ne?